So. Hallo erstmal. Heute spielen wir Veggie-Tales-Quiz. Dann wollen wir mal gucken. Hier ist schon mal keine Musik, gar nichts. Geräuschlos. Nur meine Stimme. Das gibt's auch selten. Naja, mach weiter. Dann, kurz kleiner Tipp. Wenn ihr bei diesem Spiel eine Person eingibt, die vielleicht älter ist als, ich glaube, es ist nicht genau im Erwachsenenalter, dann habt ihr dabei bei dem Spiel einen kleinen Nachteil. Aber wenn ihr jetzt reinschreibt, Kind, 6 Jahre zum Beispiel, dann würde es klappen, aber wir nehmen mal ganz neu, wie ist denn da? Nochmal. Billy the Kid. Mann. Denke es auch schon. Aber nochmal löschen. Löschen! Papa. The Kid. 6 Jahre alt. Neuer Spieler. Wenn ihr nämlich normalerweise dann älter macht, zum Beispiel 50 oder 40 oder so, dann würden euch die Texte nicht vorgelesen. Dann müsst ihr nämlich selber alles schön lesen. Aber wenn ihr reinschreibt, ihr seid nur 6 Jahre, dann erstaunlicherweise, gehen wir mal weiter zum Spiel. Wir wählen natürlich alles aus. Stern der Weihnachten aus aller Welt, Technik, Wunder der Natur. Und zacki. Und jetzt, wenn wir uns jetzt eine schöne Frage hier mal aussuchen. Helsinki ist die Hauptstadt von? Dann wird dir uns vorgeschrieben. Helsinki ist die Hauptstadt von. Von? Von? Oh. Ich will sagen, Finn. Juhu! Ei, Karamba, was macht ihr denn hier? Helsinki ist die Hauptstadt von Finnland. Gleichzeitig ist es die größte Stadt in ganz Finnland. Dort leben 568.000 Menschen. In Helsinki spricht man offiziell zwei Sprachen, Finnisch und Schwedisch. Sieht ihr, da kriegt man alles vorgelesen. Doch wenn man im Alter eingibt, ich weiß nicht, über 18 oder so, dann muss man alles selber lesen. Welches bekannte Bauwerk ist das? Das ist doch London. Glaubt ihr? Komm, wir machen hier noch mal. Da ist die Tower. Tower. Die Die Tower Bridge ist ein beeindruckendes Bauwerk in London, der Hauptstadt von England. Es ist eine Straßenbrücke über den Fluss Themse. Die Brücke verbindet den nördlichen Teil mit dem südlichen Teil der Stadt. Wenn große Schiffe kommen, die nicht unter der Brücke durchpassen, öffnet sich die Klappbrücke und der Verkehr, der den Fluss überqueren möchte, muss warten, bis die Brücke wieder zugeklappt ist. Kleiner Darth Vader. Was machen wir jetzt? Alle diese Tiere haben ein Werkzeug in ihrem Namen. Aber eines habe ich mir nur ausgedacht. Welches? Hammerhai. Hammerhai, Sägefisch, Schraubenzieherrochen. Also, liebe Kinder, was würdet ihr jetzt sagen? Sägefisch, Hammerhai,
Schraubenzieher rochen. Jetzt muss ich hier mal eben kurz was erklären. Früher hatte man so einen Schraubenzieher, umgekehrt. Heute sagt man zu einem Schraubenzieher Schraubendreher. Ja, das muss ich euch sagen. Wozu gehören diese vielen einzelnen Teile? Das ist ein Flaschenkarussell. Müllsortierung, Weinkeller, Farbenfabrik. Wozu gehören diese vielen einzelnen Teile? Metallhülsen, Farbenfabrik, Weinkeller, Müllsortierung. Wozu gehören diese vielen einzelnen Teile? Bullerback. Yeah. An was erinnert Millward der Stern der Weihnacht? Das hab ich überhaupt nicht geguckt. Wo ist das? Ich Kevins Mutter sein, nicht? Einen Seestern? Eine Schildkröte? Naja, immerhin noch 20 Der Stern der Weihnacht erinnert Larry an eine Schildkröte. Kein Wunder, denn es handelt sich bei diesem Stern tatsächlich um die Schildkröte von Damaskus. Was für ein Gebäude ist das? Weiß. Eine Windmühle, glaubt ihr nicht, herkommt. Kirche, Windmühle, Wasserturm? Wasserturm? Was? Raketenbasse? Wasserturm? Wetterwarte? Windmühle? Wasserturm? Kirchturm? Eine Windmühle ist ein Bauwerk mit meist rechteckigen, länglichen Flügeln, die sich mit Hilfe von Wind drehen. Sie ist besonders früher als ein Antriebsrad gebraucht worden, um Getreide zu Schrot oder Mehl zu verarbeiten. Man nennt das eine Kornmühle. Juhu! Wird sich in London etwas zum Besseren wenden, wenn Millward und Kevis rücksichtslos handeln? Nein, es wird nur noch schlimmer. Es ist eigentlich egal. Ja. Denn Kevis und Millward werden berühmt. Ja, denn jeder sollte ihr Musical unbedingt sehen. Ups, das war falsch. Nichts wendet sich zum Besseren, wenn jemand rücksichtslos handelt. Statt ein großes Spektakel zu veranstalten, hätten Kevis und Millward umsichtiger sein können. Was? Wo können selbst Männer Röcke tragen? In Schottland. Sinat. Der Begriff Kilt aus dem Schottischen steht für einen knielangen Rock, der in Schottland von Männern getragen wird. Auf Deutsch nennt man diesen Rock auch Schottenrock. Er ist aus Wolle gewebt und ist eine Art Wickelrock.
Tja, Kinder, jetzt wisstet. Das hätte er nicht gedacht. Wie heißt die neue Währung der Europäischen Union? Pleuro, nein, Euro. So, muss ich da rüber schauen. Hoppala. So. Nicht älter geworden? Der Euro ist die neue Währung der Europäischen Union. Als, kann ich nicht lesen, bezeichnet man das Geld, mit dem man in einem Land bezahlt. Land verschieden. Seit dem Jahr 2002 zahlt fast jeder Europäer dem Euro im Euro. Insgesamt sind es 21 Länder. Ja, nicht schlecht. Hier sieht man sehr wertvolle Uhren. Alte Uhren. Versprungen. Elektrisches Licht. Gegen was ist Percy Erbse allergisch? Krebse. Wattebällchen. Krebse. Hüttenkäse. Elektrisches Licht. Krebse? Erdmann, ich kann kein Schaf spielen. Wieso nicht? Ich glaube, ich bin allergisch gegen die Wattebällchen. Klemm dir eine Wäscheklammer auf die Nase und alles wird gut. In den verschiedenen Gebieten der Welt werden Wirbelstürme anders bezeichnet. In Westindien nennt man sie? In Westindien. Taifun? Taifun. Tornado. Hurricane. Taifun. Als Hurrikan wird ein tropischer Wirbelsturm bezeichnet, zum Beispiel in Westindien. Ein Hurrikan hat eine Windgeschwindigkeit von Orkanstärke. Die normale Windstärke an etwas windigen Tagen liegt so ungefähr bei 3 bis 4. Heftige Regenfälle, extreme Winde und verheerende Überschwemmungen zählen zu Begleiterscheinungen eines Hurrikans. Ein Hurrikan? Naja. Bischofsäffchen? Einen dieser Affen gibt es wirklich. Er erinnert mit seinem Aussehen an einen Geistlichen. Kapuzineräffchen? Bischof Missionarsäffchen. Kapuzin. Hui. Bong. Welchen Plan hackt Kevis aus, als er erfährt, dass der Kronprinz das Krippenspiel besuchen möchte? Eine Entführung, ein Komplott, eine Lüge, einen Diebstahl? Eine Lüge? Ups, das war falsch. Kevis hackt einen ganz finsteren Plan aus. Er möchte den Stern der Weihnacht stehlen. Ob das wohl recht ist? Welcher Planet ist der Sonne am nächsten? Es ist der... Merkur! Der Merkur, einer der 8 Planeten, die um die Sonne herumkreisen, ist der Sonne am nächsten. Gleichzeitig ist er der kleinste Planet unseres Sonnensystems. Wegen seiner Sonnennähe kann man ihn von unserer Erde aus schwer sehen. Der Merkur zählt zu den erdähnlichsten Planeten und trotzdem auch zu den am wenigsten erforschten Planeten des Sonnensystems. Und wisst ihr, warum der so wenig erforscht wurde? Weil dort ein extrem hoher Druck herrscht. Eine kleine Sonde der Russen ist da mal gelandet und ein Platt. Oder war es die Venus? Ah ja.
einer von den Planeten, die eben ein bisschen näher an der Sonne sind.